lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Dezember und Januar. Wir nähern uns schon wieder Weihnachten und dem neuen Jahr, beziehungsweise haben das Ganze schon hinter uns gelassen oder sind da gelandet, je nachdem, wann du das Video guckst. Hier ist einmal deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Wir haben die Karte des Bewahren des Schatzes. Da werde ich gleich näher drauf eingehen, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein. In der weiterführenden Legung lege ich das keltische Kreuz um diese Karte drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du auch den Link zum Einführungsvideo, zum Tutorial meiner Reihe Tarot lernen, in dem ich grundsätzlich in das Tarot-Deck und in das Kartenlegen einführe. Außerdem findest du den Link zu den Jahreslegungen. Eine Jahreslegung kannst du dir für ein Kalenderjahr oder zum Beispiel zu deinem Geburtstag buchen. Da nimm frühzeitig Kontakt auf, wenn du eine für 2024 haben möchtest und sie pünktlich bekommen möchtest. Denn ich muss sie auch immer alle unterkriegen. Dann haben wir in der Infobox auch noch den Link, wie immer, zu den Kanalmitgliedschaften und zu den privaten Legungen. Und so viel zum Prolog. Mein lieber Steinbock, jetzt geht's los. Wir kommen in deine Energie, das Bewahren des Schatzes. Ich spüre mich da gleich rein und du guckst jetzt, dass du gut und entspannt hier folgen kannst und dich ein bisschen zurücklehnst. Das Bewahren des Schatzes hat was, wie es die Karte schon sagt, damit zu tun, dass da irgendwas ist, was einem sehr wichtig ist und dass es wichtig ist, das ein bisschen zu hüten oder man das hüten kann. Wir werden sehen. Ich gucke mal. Ganz kleinen Moment. Ich habe da schon eine ziemlich klare Energie, aber ich kriege es gerade noch nicht so gut in Worte gefasst. Ich habe das Gefühl, das, was dir wichtig ist, das ist dir wichtig, das steht auch völlig außer Frage, das zweifelst du auch für dich selber nicht an. Das kann dein Gegenüber zum Beispiel sein, die Beziehung, das, was es mit dir macht. Aber es ist irgendwas. Mit dir, wo du irgendwie, realisierst du, wie tief getroffen du bist. Und ich glaube nicht von dieser Sache, sondern ich habe da eher so ein massives Abgrenzen nach außen hin. Auch ein, wie es wird dir irgendwie schlagartig bewusst, auf was du dich wie du dich vielleicht im Leben positioniert hast, auf was du dich mal eingelassen hast. Und damit meine ich nicht diesen Schatz, der hier rumleuchtet, sondern das ist irgendwie so ein sehr abwehrender Blick nach außen in eine andere Richtung, den ich hier wahrnehme. Aber das werden wir jetzt gleich weiter sehen. Ich ziehe jetzt eine Karte, einmal die Hauptenergie für deine Neunerlegung. Da haben wir den Mond. Der Mond steht für das Tiefe, für den intuitiv richtigen Weg, auch durch Schwierigkeiten durch. Auch mal das Tiefe einlassen auf alles, was so ein emotionale Einlassen auf alles, was so ein Weg mit sich bringt. Das werden wir dann sehen. Ich lege jetzt erstmal die komplette Neunerlegung aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten und wenn alles liegt, kommen wir in die Deutung. Wir kommen jetzt zur oberen Reihe. Obere Reihe, eine Entwicklung oder Dynamik aus der Vergangenheit. Da haben wir den König der Schwerter. Der König der Schwerter kann für dich stehen, muss aber nicht. Kann natürlich für Männlein stehen, kann auch Teilaspekt von Weiblein sein. Eine Person, die sehr über die Ratio geht und emotional das Emotionale sehr dabei ausklammert. Dann haben wir die Zehn der Schwerter. Die können für einen Abschluss stehen. Können aber auch dafür stehen, können aber auch für unterdrückte Gefühle stehen. Dann
kommen wir zur nächsten Karte. Da haben wir die Königin der Münzen. Kann für dich stehen, muss aber nicht. Kann für Weiblein stehen, aber auch Männlein. Eine Person, die gut mit den inneren Werten, mit den eigenen und inneren Werten verbunden ist. Dann haben wir die erste Karte der präsenten Reihe. Das ist die Reihe aus der Vergangenheit, das ist die präsente Reihe. Das hier wird dann die potenziell zukünftige Entwicklung. Hier haben wir den Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe für das Feuer, die Energie, Lebenswut, Leidenschaft, die man fühlt und der man auch Raum gibt. Dann haben wir hier wieder eine Personenkarte. Da haben wir den König der Münzen. Kann wieder für dich stehen, muss aber nicht und so weiter und so fort. Jemand, der auch mit den äußeren Werten gut verbunden ist. Mal ganz pauschal gesagt, reinspüren muss ich da natürlich und es hört nicht auf mit dem Person. kann wieder für alle stehen und alle Geschlechter. So, Königin der Schwerter, auch eine Person, die über die Ratio geht, aber dabei auch noch das weibliche Element mit reinbringt. Immer eine Person, die schon noch gefühlsverbundener ist als der König der Schwerter. Dann haben wir die zweite Karte der potenziellen Entwicklung. Die drei der Schwerter, für verletzte Gefühle. Und dann haben wir die Acht der Kelche für das Verlassen einer Situation, die ausgedient hat und das Hinwenden zu einer Situation, Lebenssituation, die jetzt erfüllend ist. So, dann kommen wir mal in die Hauptenergie. Mit dem Mond. Ich werde auch gleich zwei Lenormand-Karten dazu ziehen, aber ich werde mich jetzt erstmal reinspüren. Und mit dem Mond nehme ich dich sehr verbunden mit dir selber wahr. Ich habe auch das Gefühl, auch wieder das Gefühl, dass du dich distanzierst von etwas, wo du hier auch wie zu begreifen scheinst, dass das in deinem Leben eigentlich mal nicht gut gelaufen ist. Und dass die Leute vielleicht nicht gut waren, also was heißt, nein, ich die Leute nicht gut, das ist, das will ich so gar nicht ausdrücken, weil das für mich ein bisschen falsch ausgedrückt ist, sondern weil die Leute, sagen wir mal so, Anteile hatten, die dich nicht positiv gefördert haben. So, ich ziehe mal zwei Karten dazu. Hier haben wir das Schiff. Für Sehnsucht, aber auch für Weiterziehen. Und dann haben wir die Routen für die Auseinandersetzung mit einer Thematik oder ein in die Prozesse kommen. Ja, du wachst irgendwie auf. Also für mich ist es hier irgendwie ein massives Aufwachen, was bei dir stattfindet. Das hier ist ein, ich erkenne mich immer mehr und das macht Prozesse. Welche auch immer, aber es macht Prozesse. Und das ist das hier auch ein irgendwie, man kann erkennen, was eigentlich nicht stimmt. Und mit dem Mond ist das auch, man kann erkennen, was eigentlich nicht stimmt. Und beides in tiefer Verbundenheit, Minimum mit sich selber. Da kann aber gut sein, dass zum Beispiel, oder das, was heißt zum Beispiel, dass ein Gegenüber so das Positive und das, die Ressourcen in dir weckt, dass das Gegenüber einfach auch sehr wichtig für dich ist. Aber wir werden jetzt erstmal weiterschauen. Hier ist der König der Schwerter, die Zehn der Schwerter und die Königin der Münzen. Das alles haben wir in der Vergangenheitsreihe liegen, in der Entwicklung aus der Vergangenheit. Ich spüre mal rein und muss auch mal reinspüren, wem eigentlich diese ganzen Personenkarten hier gehören. Der König der Schwerter bist nicht du, das ist eine Person, die auf dich sehr stark gewirkt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass es die Person jetzt auch nicht unbedingt schlecht gemeint haben muss. Dass da nur einfach eine Person war, die wirklich sehr kühl war und auf eine Art und Weise auf dich gewirkt hat, wie du das dir wahrscheinlich auch sehr angenommen hast, aber was dir vielleicht nicht so gut getan hat. Das kann hier tatsächlich ein Vaterthema sein. Das kann aber auch eine Ex-Beziehung sein oder noch Beziehung, aber das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall eine Person, die dich sehr geprägt hat. Aber ich nehme auch Liebe bei der Person wahr. Also die jetzt nicht als
komplett hinterlistig und böse beschreiben. Da kommt auch eine Sanftheit mit. Ne, das ist der König der Schwerter, das macht aber nichts. Da kommt auch eine Sanftheit mit. Genau, das lasse ich mal so stehen. Da ziehe ich jetzt nichts zu. Jetzt kommen wir zur Karte 10 der Schwerter. Mit den 10 der Schwertern ist dir irgendwie aufgefallen, ich sag's jetzt mal überspitzt, ne? Aber dann versteht's jeder, wie tot du bist. Mit den 10 der Schwertern ist dir aufgefallen, wie massiv du in einem Nicht-Fühlen warst. Hier haben wir den Anker, der kann für was Berufliches stehen oder auch den Anker an der richtigen Stelle setzen oder sich mal verkettet fühlen. Und hier haben wir den Schlüssel für die Lösungen, für die Sicherheiten. Und der Anker ist auch, ich meine, Anker, wenn ich jetzt sage, der bewegt sich nicht, dann ist das auch logisch, weil auch wenn ich einen Anker an der richtigen Stelle setze, ist er ja irgendwie, bewegt er sich ja nicht. Ne? Aber ich nehme hier so eine, wie bei den 10 der Schwertern, es ist so ein, ich bin irgendwie nicht richtig da. Die Dinge sind, wie sie sind und ich fühle mich ein bisschen vielleicht betonmäßig innerlich und nicht wach und nicht dynamisch. Und ich habe ja gesagt, dass ich das Gefühl habe, du erkennst es hier und das ist hier auch der Schlüssel, denn hier ist die Drehe in diese Situation gekommen. Und das hier ist eine, das können jetzt 50 Jahre sein, die hier mit 3 Karten liegen. Es können auch 3 Jahre sein. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass wir hier ein ganz langes Thema liegen haben und wir hier eine ganz lange Entwicklung mal eben in 3 Karten haben, die aber wichtig ist. Das ist das Grundding. Es gab diese Person, die ist aufgefallen, wie diese Person auch gewirkt hat. Und hier ist ein Schlüsselmoment, hier sind wahrscheinlich nicht nur ein Schlüsselmoment, ich würde eher von Schlüsselphase reden gekommen, wo du angefangen hast, das zu erkennen und in dieser Erkenntnis konntest du dann eben auch anfangen, immer wacher zu werden. Und wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, von dieser Person, wie ich sie wahrnehme, geht nichts tief Böses aus. Einfach eine Person, die vielleicht selber nicht unbedingt in der Kindheit das größte Gefühl erlebt hat oder was auch immer war, auf jeden Fall sehr, sehr über den Kopf gegangen ist, aber für dich ist es nicht gut gewesen. Das war zu viel. Du konntest da nicht richtig lebendig beibleiben. Ne? Aber eine Lebendigkeit ist ja nie ganz weg. Die ist einfach nur blockiert. Aber die ist immer in voller Fülle da und die kann man ja auch wieder wiederholen. Das kann man wieder lebendig werden lassen. Und jetzt gucken wir hier einmal weiter. Die Königin der Münzen. Ich muss mal erstmal reinspüren, auf wem die Energie gehört. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass es deine Energie ist. Aber ich muss noch mal mehr. Wir haben ja einmal die Sonne für den Durchbruch, den Erfolg. Genau. Und die Blumen mit dem inneren Erblühen. Mit dem inneren Erblühen, mit dem gesunden Selbstwert können die auch ausdrücken, alles Schöne. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass die Königin der Münzen hier dein Prozess in die Königin der Münzen repräsentiert. Ein immer mehr sich selbst entdecken, immer mehr die eigenen Werte entdecken. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und wir haben hier genau das, wovon ich schon gesprochen habe, was mal nicht da war und was jetzt aber kommt. Und zwar ist das mit den Blumen, dieses innere Glitzern erkennen, immer mehr erkennen, deine ganzen Facetten, die du hast, deine emotionalen Facetten, kommen immer mehr durch, sind immer mehr durchgekommen, haben immer mehr angefangen zu leuchten. Hier die Sonne, ne, auch mit dem Durchbruch, den Erfolg. Aber ich spüre noch einmal ganz kurz rein, nochmal intensiver.
Ja, dir ist auch klar geworden, wie wertvoll du bist. Dir ist klar geworden, wie wertvoll du eigentlich bist und bist sehr, sehr gut schon in deine innere Mitte gekommen. Hast hier, habe ich das Gefühl, da ist ganz, ganz viel in Richtung Selbstanbindung bei dir passiert. Upala. So, jetzt kommen wir in die nächste Reihe, in die mittlere Reihe, in die präsente Reihe, der Ritter der Stäbe, der Mond und der König der Münzen. Mit dem Ritter der Stäbe ist das Feuer ganz schön entfacht und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob da nicht schon eine andere Person auch der Auslöser ist. Fühlt sich für mich irgendwie in Verbundenheit mit einer anderen Person an, fühlt sich für mich sehr sanft an. Der Ritter der Stäbe, sehr bei dir, ohne dass du im Außen irgendwie aufpassen musst. Hier haben wir einmal eine weibliche Energie, das kann deine sein, werde ich aber schauen. Und dann haben wir den Fuchs. Der Fuchs geht mit Verstand vor, mit Cleverness. Die Frau ist auch deine Energie. Und ich habe das Gefühl, dass du den Fuchs zu deinem Freund gemacht hast. So fühlt sich das hier an. Ich habe ja hier schon gesagt, es fühlt sich an, als müsstest du nicht mehr aufpassen. Und es ist so, es gibt die Instanz, die aber auch jeder hat, dass man ein bisschen kritisch ist und ein bisschen schaut. Aber dieser, der Fuchs hier vor meinem inneren Auge, ich muss ja immer gucken, wie die Bilder zu mir sprechen. Und der Fuchs vor meinem inneren Auge orientiert sich total an dir. Du hast die Herrschaft über diesen Fuchs. Keine negativ konnotierte Herrschaft. Ne? Man muss ja, jeder hat ja andere Verknüpfung zu diesem Wort Herrschaft und so weiter. Das ist nicht negativ, das ist ein gesundes, ich habe dich integriert und du bist nicht mehr größer als ich. Du warst gegebenenfalls mal sehr stark auf dem, was ist im Außen los, viel orientieren, dich sehr zurücknehmen, passt hier sehr stark zu. Und hier ist aber das, hier ist der Prozess in das eigentlich Gegenteil rein. Ich nehme dich hier sehr mit einem inneren, ganz starken Gefühl für dich selber wahr, einer guten inneren Mitte, einem, der Kopf geht aus, aber wenn ich ihn brauche, dann kann ich ihn auch einschalten. So, das bist du. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie auch jemand anders zumindest gefühlsmäßig mitmischt. Hier mit dem Mond habe ich ja auch gesagt, ne, da ist ein, ich nehme da eine große Selbstverbundenheit wahr, ein, weiß ich nicht mehr genau, wie ich es ausgedrückt habe, aber in diesem auf sich selber einlassen, auf sich selber einlassen. Nicht mehr ins Außen gucken und sich anpassen, das ist gedreht, sondern ins Außen gucken und sagen, ja, das war jetzt aber überhaupt nicht richtig gut, was da passiert ist. Und das ist ein Versus. Hier ist es wahrscheinlich eher ein gewesen, du hast den Blick auf die Person gehabt, hast dich angepasst und tralala. Und jetzt haben wir hier das Gegenteil und auch hier, aus der Anpassung bin ich raus, ich bin total bei mir. Und ich gucke vielleicht noch mal retrospektiv, wie ich mich mal gefühlt habe und frage mich, wie konnte denn das jetzt passieren, dass ich mal so war? Ja, das konnte passieren. Das war nicht so zuträglich zu dir und du hast jetzt hier einen ganz starken Heilungsweg gemacht und genau, gehst so auch in deinem Gefühl für dich auf jeden Fall weiter, ohne den Kopf groß einzuschalten. Also nicht, dass du den nicht einschaltest, aber dieses Übermäßige, ne? Was man hat, wenn man so mega angepasst ist. Und dann immer ein bisschen ängstlich innerlich ins Außen guckt. Das ist nicht mehr. Und du gehst auch in Konfrontation zu dem Rest. Jetzt haben wir hier den König der Münzen. Wer ist denn das?
Der König der Münzen ist jemand anders. Es ist nicht deine Energie und es ist nicht der König der Schwerter. Hab ja gesagt, da ist noch jemand anders, aber ich muss jetzt noch mal weiter reinspüren. Ja, mit dem König der Münzen nehme ich sehr viel Normalität wahr, aber keine langweilige Normalität, sondern eine, die dir entspricht und deswegen eine grandiose Normalität ist irgendwie. Es geht absolut keine Gefahr von diesem Menschen aus. Ich ziehe mal zwei Karten dazu. Wir haben hier die Fische für Gefühle. Kann auch mal eine Person mit hinterstehen, die einem sehr wichtig ist. Und dann haben wir die Wege für unterschiedliche Wege oder eine Entscheidung. Ja, du hast für dich den emotionalen Weg gewählt oder wählst für dich. Wir haben ja hier die präsente Reihe, wenn du zeitlich mit dem so konform läufst, wie es hier liegt, wählst du für dich gerade den emotionalen Weg. Die Fische fühlen sich nach einer Beziehung an. Nach Beziehungsenergie, nach einem Jahr, das Ganze fühlt sich nach einem Jahr zu diesem Menschen an, der hier liegt, der König der Münzen, mit dem du was ganz anderes verbindest als mit ihm, wobei ich nochmal sagen muss, ich will den nicht so schlecht wegkommen lassen, weil der da einfach auch Liebe mitschwingt, ne? Vielleicht ein viel zu strenger Vater oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay, aber auf jeden Fall haben wir hier deinen Entwicklungsprozess aus diesem raus, dass dieses hier für dich lebbar und für dich auch möglich wird. Und ich habe ja hier schon gesagt, dein Schatz, und das ist hier dein Schatz, auch wirklich im Sinne von innerer Schatz, würde ich das sagen, oder von Schatz, den du da hast, der ist nicht angezweifelt, ist alles gut von deiner Seite. Aus deinem Blick geht er sehr skeptisch in, ach du liebe Güte, was habe ich denn damals gemacht? Oder wie war ich denn drauf? Und das auch jetzt für dich vehement verneinen, nochmal so solche Dynamiken wie damals innerlich einzugehen. Okay, die Königin der Schwerter, die drei der Schwerter und die acht der Kelche in der potenziell zukünftigen Entwicklung. Die Königin der Schwerter. Wessen Energie ist denn das? Das ist für mich deine nochmal gewachsenere, strengere Energie. Während ich dich hier und hier noch so wahrnehme, nach einem, boah, mir wird das gerade richtig klar, wie ich mal funktioniert habe und das will ich auch so nicht mehr, hast du das hier total klar, dass es natürlich gar nicht geht. Nochmal auf eine Art und Weise von dir wegzutreten emotional, wie du das damals gemacht hast. Du hast hier ein ganz klares Auftreten, ein ganz klares Standing. Auch nicht böse, aber völlig, völlig innerlich entschieden. Dein Weg auf diese Art und Weise weiterzugehen, wie du ihn dir prozessmäßig auch hart erarbeitet hast. Die drei der Schwerter. Die drei der Schwerter ist für mich nochmal eine Verarbeitungsrutsche. Dadurch, dass du so unfassbar viel Abstand zu dem hier gekriegt hast und wie du damals warst, kannst du jetzt Gefühle hier kommen lassen, verletzte Gefühle, die du damals hattest. Und je weiter wir uns von einer schwierigen Situation distanzieren, umso mehr kommen immer wieder neue Rutschen, neue Zwiebelschalen ans Tageslicht, nochmal von Verletzungen, die wir damals davongetragen haben. Je weiter ich mich entferne, je mehr kommt hoch. Und das ist positiv,
Weil dann ja das System merkt, oh, die Ressource ist jetzt schon so groß, jetzt kann ich noch mal eine emotionale Wunde an die Oberfläche kommen lassen, damit die auch noch geheilt wird. Ne? Von daher ist das dann absolut nicht negativ zu sehen, das sehe ich nicht so, sondern das ist pure Heilung. Ich ziehe noch mal zwei Karten dazu. Hier haben wir noch mal ein Heilungsgeschehen. Wir haben das Kreuz mit Belastung. Das kann für Belastung stehen, kann aber auch für den Weg stehen, für den Seelenweg. Und dann haben wir die Eulen für Hektik, Stress oder auch Lebendigkeit. Das Kreuz sind hier für mich wieder alte Gefühle, die dich mal sehr, sehr belastet haben. Und die dich hier nochmal aufwühlen. Es sagt das Gleiche nochmal. Das sind alte Gefühle, die dich nochmal aufwühlen, die nochmal dir, wo du dir nochmal Dinge noch klarer werden kannst, wo du die Chance hast, Dinge zu heilen. Und das geht halt in vielen Fällen dann, wenn es akut an die Oberfläche kommt und nicht, wenn es chronisch im Unterbewusstsein sitzt. Und da haben wir hier nochmal so eine Heilungsrutsche. Die Acht der Kelche. Mit den Acht der Kelchen kannst du das Alte noch ein Stück weiter hinter dir lassen. Du bist eigentlich schon extrem in dem Neuen verankert. Ich nehme das als kaum noch präsent wahr. Die alten Gefühle einen nochmal ja, in die alten Verletzungen, was ich eben schon alles dazu gesagt habe. Es ist hier ein, eigentlich bist du da auch sowieso nicht mehr und du gehst aber trotzdem noch einen Schritt weiter weg. So fühlt sich das an. So, mein lieber Steinbock, eine Karte aus dem Aspekte-Kartenset für dich. Welcher Persönlichkeitsaspekt ist jetzt für dich wichtig? Welchen solltest du dir angucken? Es ist der Aspekt Intellekt, der hilft dir jetzt auf deiner Heilung. Das kann sein, dass du noch mal schaust, wo hast du eigentlich, wo gehst du noch ein zu viel, über ein zu viel an Intellekt? Vielleicht ist es auch wichtig, irgendwie noch mal was anderes mit dem Intellekt für dich festzustellen. Die Karte lasse ich immer gerne bei dir. Spür mal in heute oder in den nächsten Tagen auch noch mal nach, was das dir sagen möchte, was die Karte dir sagen möchte. Und ich ziehe jetzt drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Erstmal deine Beziehungsenergie. Da haben wir die Sechs der Schwerter, ein Umschiffen, ein Weiterziehen, ein Weiterschiffen, ein Umdenken, was ein emotionales Umfühlen quasi auch zur Folge hat. Zwischen euch die Energie, die zwei der Münzen. Da haben wir zwei Welten, die nicht miteinander koexistieren können, die man im Laufe seiner Zeit miteinander irgendwie integrieren muss. Und bei deinem Gegenüber den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter kann vor einem Thema weglaufen, kann aber auch sich eine gesunde Haltung über etwas entwickelt haben und aus dieser Haltung raus die Dinge nicht mehr so diskutieren, wenn von außen was kommt. So, jetzt gucken wir einmal in die Sechs der Schwerter und in die Zwei der Münzen. Ja, die Sechs der Schwerter ist irgendwie die gleiche Energie wie der Mond. Das ist hier absolut dein Weg, den du gehst, dein Weg in einer Zärtlichkeit auch für dich selber. Ein Ich bin eigentlich nicht mehr im Alten. Ich bin eigentlich nicht mehr im Alten. Da kommt zwar ab und an noch mal so eine Rutsche, so eine Verarbeitungsrutsche, aber eigentlich bin ich schon sehr woanders. Und ich nehme dich im Neuen wahr und nicht im Alten. Na, auch wenn man da noch ein bisschen ja, seine Heilungswege dran macht oder du deine Heilungswege dran machst, aber du bist sehr im Neuen angekommen. Die zwei der Münzen. Die zwei der Münzen fühlen sich für mich nach einem Ende dieses Rumjonglierens an, dieses nicht Fisch, nicht Fleisch sein. Es ist ein, das möchte jetzt integriert werden,
was hier noch als zwei Welten dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall deine Energie und wir schauen jetzt in der erweiterten Legung in den Ritter der Schwerter. Ich werde auch schauen, ist die Energie, liegt die auch für dein Gegenüber? Meistens ist es eine verbindende Beziehungsenergie, das heißt, die liegt für dein Gegenüber. Manchmal geht es eher zu einer Seite hin. Bei dir merke ich schon den Zusammenhang. Ich werde jetzt in der weiterführenden Legung das keltische Kreuz hier drumherum legen und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst. Freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Freue mich aber auf jeden Fall auch, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Also, bis entweder gleich oder bis hoffentlich bald.